Beim Hinstellen hat er das Wort nochmal gesagt. Hast du es gehört? Er hat Scampi gesagt. Das sind keine Scampis. Das ist eine Garnele. Oder du gehst in eine zweite Runde um 3.000 Euro. Warte. Max, komm, wir machen noch einen drauf. Du sagst eine Zahl, ich springe mit drauf, wenn er in die nächste Runde geht. Du darfst aussuchen, ob 500 oder 1.000. Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute ein ganz neues Format. Wir werden drehen 1.000 Euro, wer uns das beste Restaurant zeigt. Ein kleiner Kniffel ist so dabei. Wir können nicht in jedem Restaurant die gleichen Gerichte machen. Also meine Vision ist, dass wir irgendwann so eine Top 10, Top 20 von den besten Restaurants haben und dann vielleicht so eins und zwei gegeneinander antreten lassen um irgendeinen Specialpreis. Keine Ahnung, 10.000 Euro Platz 1 gegen Platz 2, so in die Richtung. Ich habe zwei sensationelle Jurymitglieder, die werde ich jetzt zu uns holen. Jury, bitte einmal zu mir. Holle, mein Lieber. Grüße dich. Da bin ich wieder. Ja, schön, dass du am Start bist. Hallo, One Take, ein Wahnsinn. Ja, Mann, ja, das war echt, das geht nicht immer so. Also ich stotter mir auch gerne mal einen ab. Ja, Jungs, geil. Also ich habe wie immer mir zwei an den Start geholt, die ordentlich was drauf haben. Bernd auch mit seiner Restauranterfahrung. Also du solltest dich heute richtig auseinandernehmen, richtig deine Expertise spielen lassen. Okay. Und kein Blatt vom Mund nehmen. Für dich mache ich das. Ich sage, neben euch sehe ich ja richtig schlank aus heute, von daher. Ja, Bernd wurde eben auch fast umgefahren mit seinem RSQ8. Der wurde von der Bahn Auto geleakt. Ah, scheiße. Ja, macht nichts, passiert. Ja, geil. Ich bin sehr gespannt bei dem Laden, vor dem wir jetzt stehen. Ja. Bei Hamburger war ich sogar schon mal. Mhm. Habe aber noch nicht alles auf der Karte getestet. Und der nächste Laden ist, glaube ich, sogar eine Neueröffnung. Das ist ja auch wirklich mutig, eine Neueröffnung. Ja. Bei dem Format ins Rennen zu schicken. Ja, die Burger sollen halt sehr stark sein. Also ich sag dazu, ich werde die Burger ein bisschen abchecken, so meine Expertise. Und ihr guckt, was ihr nehmt, einfach wo ihr denkt, wo ihr Bock drauf habt. So und fertig. Gesamtbewertung. Ja, und dann gucken wir mal, was die Kandidaten zu sagen haben. Denn die Kandidaten auch gerne einmal zu uns. Grüß euch. Vielleicht in ein, zwei Sätzen kurz zu euch einmal. Du kommst nicht aus Köln, ne? Nicht mehr, also ich bin frisch umgezogen. Mhm. Ich bin Dominik, 29 Jahre alt, komme aus Darmstadt und bin hier, um zu gewinnen. Klare Ansage. Ja. Und du, mein Lieber, verrat mal was von dir. Ja, ich bin Moritz, 26, ich komme aus Köln und ich bin guter Dinge, das Ding heute zu gewinnen. Willst du gewinnen auch heute, ja? Auf jeden Fall. Ja. Wir stehen vor deinem Laden, oder? Ja, ja. Oh, das ist dein, der erste das ist deiner? Ja, ja. Ich würde sagen, wir gehen rein. Ne? Ja, dann gucken wir in die Karte, schauen, was wir bestellen. Nehmen noch mal ein, zwei Aufnahmen vom Laden, zeigen wir euch. Vielleicht nehme ich dich sogar jetzt noch mit in die Küche einmal, Bernd. Oh, geil. Und dann kannst du ein bisschen reingucken und sagen, oh, die machen das scheiße und das scheiße und hier ist schon mal nicht gut. Wieso sagst du denn nicht, die sagen, der macht das Gute, der macht nein, das Gute? Nein, das wollen die Zuschauer nicht. Das wollen die nicht. So, ja, wir gehen rein, komm. Echt hübsch, der Laden. Optik ist super. Wirklich gut, das muss man sagen. Für ein Restaurant ist die Optik schon mit entscheidend. Das Gesamterlebnis ist es doch ein bisschen. Ja. Ne? Also ich fühle es ja ganz oft, klar, wenn das Essen nicht gut ist, kann der Laden noch so hübsch sein, das ist ja egal. Ja. Aber wenn du ein geiles Essen im geilen Ambiente hast, von coolen Leuten, und es hat sogar damit zu tun, wer mit dir ist, finde ich zum Beispiel. Ja, ja. Also meine besten Essen hatte ich nicht in der Spitzengastronomie, sondern es waren einfache Sachen mit guten Leuten an einem geilen Platz, oft im Urlaub. Ihr kennt doch die Erinnerungen auch, oder? Ja. Ja. Solche Sachen sind das auch. Feeling einfach. Ja. Ja. Okay, wir nehmen das Feeling, so Gesamtfeeling einfach mit rein. Einfach als Versuch, schreibt es in die Kommentare, was ihr dazu sagt, Schwachsinn oder nicht. Wir machen das jetzt einmal, wir sind ja hier nicht in der Europameisterschaft, das muss alles gerade sein, sondern wir probieren das mal. Wir machen das. Und dann gucken wir uns jetzt direkt die Karte an und dann, Moritz, komm mal her, wir gehen in die Küche. Was würdest du denn sagen, ist der Knaller hier? Oh, Hamburger-Burger ist geil, ja. Rahmen ist geil. Ja. Der Lachsburger ist auch geil. Und Tapas sollen auch heftig sein. Also ich glaube, wir müssen gar nicht groß in die Karte gucken, weil es gar nicht so viel gibt. Ne? Wir können eigentlich Schlag auf Schlag loslegen. Das ist schon ein Qualitätsmerkmal, ehrlich gesagt. Ja, finde ich auch. Ja. Eine übersichtliche Karte mit guten Produkten. Finde ich auch super. Ja, dann nehme ich die Tapas. Oh, geil. Und du nimmst die Rahmen? Ja, mache ich. Ja, geil, Mann. Aber denkst du denn nicht so, also scheiß Superholle, was macht der mit mir? Der liebt asiatisches Essen. Ja. Das ist sein Ding. Die Leute, die mich nicht kennen, die wissen das nicht. Aber die mich kennen, die wissen ganz genau, da ist der dicke Papa zu Hause. Perfekt, perfekt. Und dann für Bernd bitte zwei Portionen. Dann. Oder ein Eimer. Genau. Einfach ein Eimer. Dieses latente Bodyshaming. Ne? Ja, Ben steht zu seinem Körper. Der kam auch ohne T-Shirt hier an. Aber wollten wir jetzt eigentlich nicht sagen. Bernd nicht umsonst. Bernd ist gelernter Koch. Bernd hatte eigene Restaurants. Bernd ist in der Gastro. Bernd hat einfach Power, was das Wissen angeht. Und mich würde richtig freuen, wenn wir diesen Drive reinkriegen, dass du echt mal was zum Essen erzählst auch. Machen das richtig, machen die das nicht richtig. Gerne natürlich auch vorhin war ein bisschen Spaß, wenn die es geil machen. Du sagst fachlich richtig. Einfach Man kriegt ja schnell so einen Gesamteindruck von der Situation und auch in der Küche. Und
Ich habe mehr Küchen gesehen, als du dir vorstellen kannst. Ich sehe das auf den ersten Blick aufs Passwort. Wenn ich eine Behauptung aufstellen würde, ich würde interessieren, ob du die Wette eingehen würdest. Ich glaube, im Gulasch-Wettbewerb würde ich dich platt machen. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Wir machen ein Duell bei mir im Studio aber diesmal. Ja. Ja, Holle gegen Bernd im Gulasch kochen. Okay. Deal? Deal. Guck mal, eingetütet. Egal, was ihr reinschreibt. Wir machen es. Wir haben auch Sandrina. Sandrina, du warst die ganze Zeit schon zu sehen, nur Sandrina. Die ist heute die Restaurantleitung und übernimmt das ein bisschen. Ne? Ja. Danke, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne, ich freue mich. Ja, ich hoffe, es ist angenehm mit uns. Das sehen wir gleich. Bis hierhin. Du weißt, wenn du dir ins Haus geholt hast. Ne? Das ist so. Ne? Sandrina weiß auch, wir bewerten ehrlich. Und wenn die Burger zum Beispiel heute wirklich nicht gut sind, dann müssen wir es auch sagen. Ich kann das sagen, aber das wird nicht passieren. Wird nicht passieren? Nein. Oha. Versprochen. Privatwette? Privatwette. Ja? Okay. Alles klar, gut. Okay, let's go. Ja. Hallo, servus, grüßt euch. Servus, ihr Lieben, hallo. Schönen guten Tag. Sehen, ciao. Was du alles weißt, ja, das ist Wahnsinn. Ja, ich habe mich informiert, weil hier vietnamesisch. Okay, cool. Was ich normalerweise machen würde, Bernd, ich würde jetzt bam, einfach reinsnacken. Da? Aber das sehen Köche nicht gerne. Sehen sie gar nicht gerne, da hast du absolut recht. Und es ist auch unhygienisch, ne? Weil das ist ja wahrscheinlich für einen Gast. Du hast dir die Hände nicht gewaschen und so. Aber andererseits, wenn man sich da einfach so körpermäßig so davor stellt, dann kann man hier unten hingreifen. Das ist nicht das Problem. Was der Gast nicht weiß, macht ihn nicht heiß? Ja, sowas. Nee. Aber schau dich doch mal um hier. Also, was hast du denn für einen Eindruck? Also Eindruck erstmal super sauber. Ja, ne? Aber dazu muss man sagen, wir kündigen uns an. Natürlich legen hier jetzt nicht toten Ratten rum. Aber haben wir alles noch entfernt. Das habt ihr noch mal entfernt. Ja, das könnte ja immer noch eine vorbeilaufen. Ne? Die halten sich ja nicht an Absprachen. Könnte passieren oder so eine Raupe, die sich abseilt. Ja, genau. Ja. Guck mal, was ich direkt sehe, der Burger, da sieht so ein bisschen pink aus. Ne? Oh, pink, mit der pinken Glasur auch außen, oder was das? Sieht aus wie Baiser so ein bisschen aus. Schon, ja, ja, ja. Aber darf ich dir meine Erfahrung sagen zu Special-Burgern? Wahrscheinlich dieselben wie meine. Die sind meistens nichts. Immer Schrott. Ja, wirklich, hast recht. Ja. Ganz, ganz selten, dass mich das mal abholt. Es gibt einen perfekten Begriff für Stunt Food. Also Essen, was krass aussieht, aber wo der Geschmack nicht im Fokus steht. Ja. Was ich sehe als Arbeitgeber, sind zwei Kameras in der Küche. Das sage ich meinen auch immer. Die auf der Toilette auch, Bernd, ne? Ja, genau. Die ist auch. Die haben wir aber von unten installiert. Es gibt für alles einen Fetisch, du weißt ja, wie das ist. Ja. Man muss ja gucken, wo es herkommt. Warst du bei der Massage schon? Ich wollte gerade, letztes Mal, ich habe schon erzählt, ich habe ein unangenehmes Erlebnis gehabt. Auf einmal wollte die ein Happy End mir verpassen, aber ich habe. Sie hat gefragt oder du? Nee, sie. Aber das war wirklich, ich gehe da rein und ich denke schon, warum hängen da Schlipper über der Wäscheleine? Und ich denke mir, kann doch nicht sein und so. Aber ich habe mir nichts dabei gedacht, dann war die Toilette im Hof aus und die Tür war auf und so. Und dann dachte ich, oh, was ist denn jetzt? Ja, und dann habe ich bei der Massage gemerkt, wie sich aussieht. Auf einmal habe ich gleich alles abgebrochen. Ne? Hast du wirklich? Fast gleich. Wir wollen uns so ein bisschen die Zeit vertreiben. Okay, wir legen jetzt los mit dem Essen, Leute, sorry. Das gibt noch mal einen kleinen Knickeinbruch. Ich sehe das immer in der Statistik, wenn ich über sowas rede, aber das macht nichts. Ganz kurz noch, dein letzter Burger. Ganz ehrlich, was würdest du 1 bis 10 geben, außer Erinnerung heraus? Oh, gestern Food Brother. Nee, hier meine ich. Ach so, der hier war eine 8,5. Ja, also aber ist echt gut. Stark. Und auch nicht vergessen, ich sag's jetzt schon mal, die beiden Jungs auch in der Videobeschreibung unbedingt vorbeischauen. Vielen herzlichen Dank. Ja, Bernd hat auch einen normalen Kanal, nicht nur deliziös. Das vergessen viele und da gibt er auch richtig Gas. Auf meinem Kanal Bernd Zehner findet ihr auch alles, was Kulinarik betrifft. Ja, da ist alles dabei. Was geht hier so kulinarisch? Was machen wir überhaupt? Bernd, guck mal, was siehst du denn hier? Panko, ist das Panko-Mehl? Genau. Ja. Panko-Mehl, ne? Das weißt du? Ja, natürlich. Ja, das sieht auf jeden Fall handgemacht aus, ne? So muss das aussehen. 100%ig. Das sieht schon ganz solide und vernünftig aus. Komm, wir testen einmal die Brühe hier. Tolle, du bist zu krass. Ja, natürlich. Kommt der hier mit den Löffeln? Ja, natürlich. Aber erst rühren, sonst hast du nur Fett. Echt jetzt? Ja, du musst rühren. Oben ist immer das Fett. Aber so schmeckt die aber wässrig, finde ich, ein bisschen. Es ist halt noch kein Salz dran, ne? Kommt alles wieder her ran, oder? Ja, genau. Da ist gar nichts an Gewürzen dran. Miso hat halt Salz, das ist nur Hähnchen. Genau, richtig. Du hast nur den krassen Huhngeschmack jetzt. Das ist eine gute Hühnerbrühe. Alles, was noch dazu kommt, kommt nachher noch dazu. Okay. Schmeckt sehr huhnig. Ich habe gar nicht gecheckt, welchen Burger ich jetzt kriege, weil ich alles gerne esse. Und ich kriege den Signature Steak Burger. Bei Steak ist immer sehr gefährlich. Also ich habe das oft gehabt, dann beißt du rein, ziehst die Hälfte mit raus. Das Steak ist nicht richtig zart, sondern irgendwie zäh wie Schuhsohle. Und wenn das passiert, seid ihr am Arsch, Sandrina, sag ich dir wirklich. Aber es ist ein Steakstreifen und für uns ist sehr wichtig, wir machen das alles schön selber. Chef, welches Teilstück vom Rind nehmt ihr denn dafür, für die Steakstreifen?
Sieht nach Entrecot aus, ja, tatsächlich. Also, weil er hat ein gutes Fettverhältnis dazu. Ich glaube ihm das, so wie er es sagt. Ne? Ja. Wenn das US-Beef ist und das ist Entrecot, Prime Beef, das ist so das, was ich mir besonders gönne. Ne? Oh, ich finde das so geil vom Format, Leute, weil ich zwei dabei habe. Die kochen sehr viel selber und haben mega Expertise. Kann man direkt nachfragen. So bockt das. Landrina kann auch noch was dazu lernen. Aber auch eine fette Menge. Guck dir das mal an. Ja, aber das sieht schon mal nicht schlecht aus. Ist das die normale Portion? Ja. Das sind ja locker 200 Gramm, oder? Oha. Für euch schon mal zum, als Vorspoiler, beim zweiten Restaurant, ich habe mit dem telefoniert und er sagt, einer von euch muss die Nudeln nehmen, weil er sagt, die Nudeln sind anders. Die Nudeln sind wirklich vom Geschmack anders und da wäre vielleicht dann was für Bernd, weil er direkt ja gerade da war. Ja. Vielleicht für dich ein Steak im zweiten Restaurant? Also wenn überhaupt, würde ich im Steakhouse Steak bestellen, nicht im normalen Restaurant. Nee. Aber wir schauen mal, wir finden was wir für gucken, mich. Wir gucken, wo ihr Bock drauf habt. Für mich. Was ist das Pinke da außen? Also, die Buns backen wir tatsächlich nicht selber, sie werden aber für uns gebacken. Ja. Und damit wir das passend zum Restaurant alles bestellt haben, haben wir uns für Pink entschieden. Es ist tatsächlich ein Tropfen rote Beete, der mit reinkommt. Ah, hatten die Jungs recht. Hat sich wieder gelohnt. Aber geschmacklich merkt ihr das nicht. Nee. Die Buns sind bei uns vom Geschmack eher so ein bisschen, die gehen vielleicht ein bisschen in eine Brioche-Brötchen-Richtung, ein bisschen, also ein bisschen süßlich sind. Mhm. Aber klar, was ist das für eine Frage, Alter? Ich nehme auch eine. Aber er ist schon ein Fuchs, ne? Er weiß ganz genau, das Essen, wenn das jetzt rausgeht, da weiß er, da steht er einen Augenblick, bis die fertig sind, bis die vorne sind. Ja? Und jetzt hat er uns die frisch aus der Fritte gegeben. Jetzt ist die Pommes, jetzt hat die gerade ihren Peak. Ja, komm, dann lass uns doch schon mal einen Tisch gehen. Haben wir alles gesehen, oder? Ja, die Kamera. Also wir würden euch am Platz, ihr wollt euch noch kriegen. Guck mal, das war der freundlichste Rausschmiss, den ich je erlebt habe. Ja, ne? Du hast gerade Hunger bekommen und Lust, Essen zu bestellen? Sicher dir jeweils 10 Euro Rabatt auf deine ersten beiden Bestellungen bei der Uber Eats App mit dem Code HOLLE. Oh, da kommt das Essen. Wow. Oh, wild, ey. Mama mia. Boah, das sieht wirklich gut aus. Oh, Bruder. Kennt ihr das, wenn ihr mit euren Jungs essen geht? Du hast dir sowas Geiles ausgesucht auf der Speisekarte und siehst das von deinem Kumpel, denkst dir, fuck, falsch entschieden. Ich glaube, ich bin gerade dieser Freund hier. Nein, denk nicht, ich Idiot, ey, ich Idiot. Wenn ich meinen Burger anfasse, Leute, der ist wie eine Wolke und der platzt auseinander, als hätte da so ein Gummiband drin, das jedes Mal wieder auseinanderfährt. Ja, ja. Super fluffig. Super fluffig. Also ich muss sagen, ehrlich, als du 8,5 gesagt hast mit dem Burger, dachte ich, scheiße, ich muss dich richtig in die Pfanne hauen. Ich merke direkt, für alle, die den bestellen und hier vielleicht sogar hingehen und dann den Burger essen. Das Fleisch ist so zart. Ich habe letztens ein Steak, Brot, also so ein Sandwich gegessen. Ja. Alles rausgefetzt, zählt, angeblich weggebeeft, geht nicht klar. Und das beißt du quasi durch wie Hack gefühlt. Weil es so weich ist, könnt ihr am liebsten im Mund stopfen jetzt das Ding. Boah, ich bin gespannt, sagen, was der Spieß sagt. Komm, probier doch auch mal das. Ist das echt dasselbe Fleisch wahrscheinlich, oder? Ja, ist glaube ich genau das gleiche. Schöne, schöne Marinade auch. Dann hat man diese Soße oben drauf, die eine schöne Chili mitbringt. Das Fleisch ist schon super echt zart. Super zart, schöner Rindgeschmack auch. Also die haben hier eine Soße drauf, die ist Welt. Und oben am Deckel ist diese Gochujang-Paste. Ja, aber von der Kombi einzigartig, genial, passt perfekt. Ihr kennt das selber, manchmal hast du Soßen, die sind geil, aber es passt nicht zum Gericht. Alles wie Arsch auf Eimer. Ja, okay. Das ist ein guter Anfang. Guter Anfang.
Also Bernd, was Asiatisches vorzusetzen, ist schon auch echt ein Statement. Ich werde mich erst äußern, wenn ich die Nudel probiert habe, weil die ist natürlich essentiell für Ramen. Ne? Wie fühlt die sich an? Nimmt die so ein bisschen Brühe mit hoch? Das sind alles wichtige Parameter, die da zu so einer Bewertung auch irgendwie einfließen müssen. Ne? Na, lass mal schlürfen. Also irgendwas war drin und ich kann es nicht genau deuten. Vielleicht war das so ein verhärtetes Stück vom Fleisch, was richtig Das haben sie ordentlich angebracht. Oh ja, Röstaromen haben wir gesehen. Ne? Oh, das war so geil im Geschmack, im Biss eben. Also wirklich einfach ein ganz kross angeröstetes Stück Fleisch, Leute. Aber trotzdem gefühlt zart, so leicht zäh vom Geschmack. Fleischqualität ist natürlich... Also zäh-positiv, so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, du hast ein bisschen gewissen Biss. Gewissen Biss, zäh ist falsch ausgedrückt. Ich habe den richtigen Ausdruck, da fehlt mir gerade. Aber so dieses verhärtete Außen von der krossen Kruste. Eine schöne Kruste einfach. Ja. Ne? Diese Karaage. Das ist crazy. So in Stärke frittiert und hat so einen Crunch. Stärke ist wow. Wow, kam der denn her? Mhm. Also ich sag dir ehrlich, ich bin mit meinem Ramen hier auch ganz glücklich. Die Brühe ist gut. Die ist nicht überragend, aber die ist absolut solide. Und im Verhältnis ist sie außergewöhnlich, weil sie sehr auf der süßen Seite ist. Aber ich sag dir ehrlich, das ist wie bei einer Pizza. Der eine mag Salami, Schinken, der andere isst eine Margarita. Und wenn du halt deine Ingredients, die du in deiner Ramen-Bowl haben magst, wenn die so zusammengestellt sind, dass es das ist, was du gern magst, dann wird es dir noch mal besser schmecken. Das Fleisch, was hier drauf liegt, das sorgt dafür, dass sie von solide in außergewöhnlich aufsteigen. Ehrlich, ist ja, so gut. Muss ich ehrlich sein. Ich helfe mal mit hier. Danke dir. Weil allein diese Konsistenz und dieser karamellisierte Charakter von außen erinnert mich erstmal an so ein Chashu, weißt du, so ein, das ist schon brutal gut, ne? Hat diesen Grillcharakter, ein bisschen vom Grill, ne? Barrels ein bisschen? Genau. Ja, wie Barrels, genau. Auch gesagt, ja. Also wir sind jetzt von solide zu außergewöhnlich. Okay, Max, zu dir nochmal. Was, wenn, dein Eindruck? Die Gyoza schmecken super lecker. Die haben sie ja als allererstes gemacht, die sind nicht mehr so knusprig. Gyoza sind so Teigblättchen, gefüllt mit verschiedenen Sachen. Hier ist ein bisschen Gemüse drin, relativ süßliche Füllung, die dann quasi so knusprige Flügel bekommen, wenn man die ausbackt. Dann ist eine Seite knusprig, die andere ist gedämpft, mit ein bisschen Wasser in der Pfanne zum Abschluss. Sehr geil. Dann haben wir eine Miso-Aubergine, habe ich so auch noch nie gehabt. Ich muss Gurke probieren, das ist das Wichtigste für mich. Genau, Gurke, das glaube ich nämlich, bin ich gespannt, was du sagst. Ich finde es sehr lecker. Ah, ist eine Kimchi-Marinade? Ja, genau, wie beim Kimchi hier drin. Ja, das ist schon gut. Sandrina, was hast du mit uns gemacht hier? Also ich glaube, wenn die Jungs mir zustimmen würden, man muss suchen, um Fehler zu finden. Und suchen müsste man, um irgendwas zu finden, was nicht gut schmeckt. Mir fällt nichts ein bisher, was irgendwie nicht gut ist. Probier mal das Hähnchen. Ja, ich nehme mal hier. Nein, habt ihr noch mehr? Okay. Ich glaube, du wirst es richtig schwer haben, bei deinem Restaurant. Ja, ich würde sagen, lass dir nicht zu lang schnacken. Vielleicht gleich zur Bewertung. Max, mit ein paar Worten noch mal, was würdest du sagen zur Bewertung und vielleicht gleich auch zum Ambiente und alles, was du da so mit einbeziehst? Der Laden ist wunderschön und ich finde, der lässt schon fast erwarten, dass das Essen nicht so gut ist, wie es heute ist. Also, weil man denkt so ein bisschen, vielleicht ein bisschen viel Show. Aber das, was ich hier heute gegessen habe, crazy gut. Also ich wüsste gar nicht, was ich hier groß kritisieren soll. Ich finde, das ist fast zu knusprig, weil sowas sein kann. Weißt du, was ich meine? Das ist das knallt so richtig, wenn man drauf beißt, aber es ist trotzdem saftig drin. Also. Aber wenn ich das sagen darf, das ist das Erste, was ich gerade probiert habe, was ich sagen würde, ist geil, aber nicht high-end. Da fehlt mir so ein bisschen innerlich kurz einmal die Intensität verloren. Wenn überhaupt, würde ich sagen, dass es zu knusprig ist. Ja. Also dadurch, sonst wäre es vielleicht noch eine Ecke saftiger. Was sagst du? Ja, ist tatsächlich, also die Kruste haben sie gut hinbekommen, diese Ummantelung. Das ist wirklich geil. Darin liegt ja schon mal die Schwierigkeit. Der Trick wäre jetzt einfach, das nochmal eine Schüssel zu werfen. Mit einer geilen Marinade. So wie Orange Chicken so mäßig. Solche, ne? Genau, wie ein Orange Chicken. Ja. Und dann auf den Teller zu packen, dann hast du trotzdem Knusper und trotzdem Soße drauf. Ne? Und das ist die Kunst, deswegen, das ist schon sehr gut gemacht. Der fehlt nur für mich der nächste Step. Ja. Okay. Aber ansonsten vieles habe ich auch zum ersten Mal gegessen. Die Miso-Aubergine, diesen Gurkensalat und alles andere super gut. Also ich gucke gerade in mein Burger-Ranking, weil der Burger mir wirklich sehr gut gefallen hat. Also das ist wirklich ein Bombenburger, das muss man sagen. Ich habe beim letzten Mal ja nur den Steak-Burger gegessen. Ja. Der ist verdammt gut, also ich weiß genau, was du meinst. Aber ich wollte dich unterbrechen, Max. Sag gerne deine Bewertung insgesamt. Er hat sich richtig gefreut, dass du ihn unterbrochen hast, weil er sich noch gar nicht sicher ist. Also kannst du nicht überlegen. Ja, überleg, ich habe auch schon Angst, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oh, ja. Aber erst noch mal deine Feelings, was sagst du? Also es hört sich erstmal alles sehr gut an, was ihr hier sagt. Ich bin ja sowieso überzeugt von im Laden, sonst wäre ich nicht hingekommen. Tapas habe ich selber noch nicht gegessen, aber die sehen auch so aus, als müsste ich die beim nächsten Mal mal essen. Ich würde dir unbedingt empfehlen. Ja. Olli sagte schon, wie komme ich auf Olli? Habe ich gerade Olli gesagt? Ich habe komplett vergessen, was ich sagen wollte. Macht einfach weiter, wo ihr gerade.
Was soll ich denn sagen? Ah nein, du hast gerade vorher gesagt, auch noch, du bist ja Student, ne? Ja. Und Moritz. Ja, Moritz. Der Tausender wird schon schmecken. Da, der wird richtig schmecken. Da kribbelt schon ein bisschen jetzt unten rum wahrscheinlich, ne? 2 Monate Miete. Oh. Oder Kamera. Das ist schon. Boah, das ist gut. Oh, sechs aktiv werden, das ist gut. Ja, das schmeckt. Also mit deinen Restaurantempfehlungen hier kannst du auf jeden Fall in unserem Business einsteigen. Das kann ich dir sagen. Ja. Das, was du rausgesucht hast, hat er auf jeden Fall schon gut gemacht. On top. Nie zu spät, einen eigenen Kanal zu starten. Ne? Nee, wir geben dir Push. Ja. Also ich sage ehrlich, hat mich heute voll abgeholt. Also ich finde das Essen super, Service auch sehr nett. Ambiente ist eh wunderschön hier. Das sind Kleinigkeiten, die vielleicht fehlen. Ich würde sagen 9 oder 9,5. Du musst dich entscheiden. Ich glaube, ich würde eher zu 9 tendieren. Okay. Ja. Stark. Aber es ist verdammt gut, Alter. Crazy. Also es war richtig, richtig geil heute. Also das ist Begeisterung, ne? Das ist das, was ich meine. Das hat was mit Erwartungshaltung zu tun. Man ist mal schnell begeistert, ne? Wenn du wenig erwartest, dann was Geiles bekommst, dann siehst du, er kommt Begeisterung. Ich habe alles mit einbezogen. Also ich habe gesagt, Ambiente, Service. Ambiente gebe ich 8,5 und Essen dann noch ein bisschen höher, 9,2. Ich sag meinen Burger, noch mal kurz zusammengefasst, Soße hat mich umgehauen, unbekannt. Dieses Neue, was man nicht kennt, wo ich die Jungs fragen muss, was ist das überhaupt, was hier drauf ist? Aber was perfekt matcht zum Fleisch. Fleisch so zart, dass ich euch das gar nicht erklären kann, wie die das gemacht haben. Ich habe etliche Male das Fleisch im Chili Cheesesteak gegessen, was auch oft im Philly Cheesesteak, was oft auch mal schief geht, muss man können. Oh, beiß rein, ziehst alles raus. Ja. Und jeder Biss war gut. Nicht irgendwie hier mal so, 8,8 von mir kommt sogar bei mir ins Deutschland-Ranking von den Burgern. Direkt muss ich noch mal in Ruhe testen, die Bedingungen sind ein bisschen anders. Ganz stark. Ambiente hätte ich jetzt einfach gesagt, frei raus, eine 8. So, weil ich gar nicht weiß, wie man das einordnen soll. Rechnen wir alles zusammen, Leute, aber starkes Ding, Mann. Wirklich sehr stark. Boah, jetzt muss ich der Unsympath sein heute hier. Nein, pass auf, Ding, ich sag dir was. Das Gute dabei ist, dass wir uns quer durchprobiert haben. Ja? Weil das macht nämlich auch einen guten Querschnitt, weil wenn wir über ein Restaurant-Review reden und auch eine Bewertung aussprechen wollen, dann ist es ja gut, wenn man so viel wie möglich probiert hat, meiner Meinung nach. Ja? Und das machen wir auch im nächsten Laden. Von daher, ich bin auf jeden Fall von der Solide auf die Außergewöhnlich gekommen vorhin bei den Rahmen. In meinem internen Rahmen-Ranking, was es nicht offiziell gibt, ist das hier auf jeden Fall eine 8er-Schüssel. So würde ich das einfach nennen. Ja? So, und das ist schon sehr gut. Ich habe in der ganzen Welt Rahmen gegessen. Ne? Also das ist einfach eine ganz solide Nummer. Wenn ich heute hier nebenan wohne und sage, pass auf, heute Abend habe ich Bock, ein paar geile Rahmen zu essen, gehe ich hier runter. Ja, hau mir vorher das Ding noch rein mit der Süßen und danach nur eine schöne Schüssel Nudeln, gehst du wieder gemütlich auf die Couch. Ne? So, würdest du eine Reise antreten dafür, weiß ich nicht. Wenn du vielleicht in Köln bist, kannst du sagen, ja klar, guck mal, da kriegst du was Geiles. Wenn ich jetzt natürlich noch drüber reden dürfte, was ihr hier so auf dem Teller hattet, ne? Und das, dann würde ich wahrscheinlich das höher noch einschätzen. Ja, aber macht nichts. Wunderbar. Ja. Und Ambiente ist für mich auch, ich weiß, wie viel Energie da drin steckt, den Laden so hübsch herzurichten. Das zieht sich durch. Es ist nicht übertrieben. Mir würde er so auch gefallen. Ich finde ihn sehr feminin, ja, den Laden. Ja. Aber das passt ja irgendwie auch dazu. Für mich ist das eine 9. Ja, ich will, also das gehört voll zum Konzept, aber ich mag auch das bunte Licht nicht so. Das ist so ein Ding, was bei mir jetzt noch reingezählt hat. Aber ich habe gesagt, es ist an einem Punkt kurz vor unangenehm. Weil das Essen muss gut aussehen. Und, und magenta angestrahltes Essen sieht nicht gut aus. Deswegen mit dem Konzept hier auch mal eine helle Lampe mit reinzubringen. Und so. Dann hätten wir vielleicht vorher überreden sollen. Umgesetzt. Wenn wir jetzt komplett überbelichtet sind gerade, dann liegt das daran, dass sie auf ihre App so gemacht hat. Also, einfach so gemacht. Okay, dann zählen wir gleich mal die Punkte zusammen. Wir sehen uns direkt im zweiten Laden. Also was ich so das Krasse finde, auch an den Restaurants so generell, die jetzt dabei sind. Man muss ja bedenken, das ist auch ein Riesenrisiko. Wenn wir jetzt hier hingehen, da sind 3 Leute, die alle sagen, oh, das ist so eine 6 von 10, 5 von 10, hat nicht so gebockt. Die wissen, was sie abliefern, die wissen, sie sind gut und machen mit. Und das ist krass. Ja, und wie gesagt, wir sehen uns jetzt beim zweiten Laden direkt. Also wir sind bei Laden Nummer 2, das Mimosa. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Korrigiert mich gerne, wenn ihr es besser wisst. Das Interessante hier dran ist, der hat erst 4 Monate auf. Also es ist echt frisch. Glaube ich, 30 Bewertungen nur haben wir gesehen. Ja, haben wir gesehen. Kann Fluch und Segen sein. Ich glaube, wenn wir jetzt am ersten Tag nach der Eröffnung hier wären, dann wäre noch alles ein bisschen unklar. Aber jetzt nach 4 Wochen wollen sie sich noch behaupten. Echt? 4 Wochen erst? Oder jetzt, nee, 4 Monate. 4 Monate. 4 Monate schon? Okay, okay, ja. Dann. Mir geht jetzt nur durch den Kopf, der Chef ist auch so lieb. Aber wenn das Essen jetzt nicht schmeckt, das wäre richtig, oh, das wird mir schmerzen, den dann blöd zu bewerten. Aber wir bleiben ehrlich. Aber für die Bewertungen wäre es einfacher, weißt du? Weil jetzt kommen wir nachher in die Zwickmühle, wenn das auch gut ist. Ne? Ja, 100 pro. Aber hoffen wir, dass es gut wird. Wir gucken uns den Laden an, gehen wir mal erstmal rein. Okay, auf geht's. Thank you.
der macht schon was her, der Laden. Jo, ja. Wie viele Raketen hast du hier für den Laden geblecht? Sei ehrlich. Das hast du dich was kosten lassen? Sehr viel, ja. 3,50 hast du gezahlt für den Shop, ne? 3,50? Ja. Mehr ist schon mehr. Mehr noch? Doppelt, ja. Ehrlich? Oh, Scheiße, ey. Pasta und Pizza ist euer Fokus hier. Das ist ein guter Hinweis für uns. Wir schauen mal, wir schauen mal. Wir haben auch Gourmet-Burger und das ist auch sehr, sehr speziell, weil wir die auch sehr frisch machen. Mhm. Weil die Patties, die werden jeden Tag täglich entsprechend in den Fleischwolf gesetzt. Frisch geworfen, selber gemacht. Gepresst. Ja. Also wir haben hier nicht so tiefen Frost oder überhaupt ganze Gemüse. Wird alles frisch entsprechend vorbereitet und dann in Hamburger oder entsprechenden Zutaten zubereitet. Max, wenn einer sagt, ich habe den Gourmet-Burger, ne? Weißt du, dann sprechen wir wieder über Erwartungshaltung heute. Oh, die ist hoch. Da legt er die Latte, ohne dass er schon irgendwas gemacht hat, ist aber die schon hier oben, ne? Aber hallo. Wir gucken mal in die Karte und schauen, was wir uns da nehmen. Du, kennt ihr diese Läden, wo eine Lampe 700 Euro kostet, man sich denkt, wer kauft sowas? Da ist der Mann. Schon stark. Also gib uns gerne die Karten, Aydin, und wir gucken direkt und machen Nägel mit Köpfen. Gourmet-Burger, Holle, Gourmet-Burger. Ja, also Gourmet ist schon schwierig. Ich würde diese Aussage, sag ich euch, also ich würde mir mit dieser Aussage schwer tun, weil wie du gesagt hast, die Messlatte ist so hoch. Da kannst du gleich sagen, wir haben den besten Burger der Stadt oder den besten Burger der Welt. Ja. Was ich immer sehr sympathisch finde, wenn die sagen, für mich ist es der beste Burger, den ich je gegessen habe. Das finde ich auch wenn cool, Wenn das ein Inhaber zu dir sagt, ist das nicht was Geiles? Ich bin einer der Besten, höre ich auch immer gerne. Ja, das ist gut, ne? Ja. Oder ich habe auch schon einen gehabt, der hat gesagt, ich habe keine Ahnung, wie es bei den anderen schmeckt. Wir machen schon immer so, wie es mir am besten schmeckt. Auch toll. Das stimmt. Auch toll. Ja. Ja, so. Aber wollen wir mal bitte noch mal festhalten, wie gut er einfach, guck mal, Oberkante unter dieses Regal passt. Ja. Wieder für gebaut. Ne? Da kannst du, also, das ist stark. Das ist 10 von 10. Das ist stark. Das gibt einen Punkt extra, Aydin, für das Regal. Ja, für die perfekte Regalhöhe. Ich möchte eure Toiletten mal sehen. Habt ihr auch was für kleiner bestücktere da auf der Toilette? Ihr müsst auch rüberfilmen, Jungs, einer, wenn wir so einen Joke machen. Der war so unangenehm einfach getouched gerade. Den wollten wir nicht zeigen. Ja. Wir wollten einfach den machen. Okay, gut, sorry, Jungs. Ist euch das unangenehm, wenn ich sowas bringe? Nee, überhaupt nicht. Ich würde gerne mitmachen, aber traue mich das noch nicht online. Ne? Doch, du darfst. Du darfst. Bei mir echt. Die Zuschauer kennen das von mir nicht anders. Da war kein Auge trocken. Hamburger Classic hat keinen Käse drauf. Dann würde ich den als Cheeseburger nehmen. Den Klassik, ein Klassik mit einer Scheibe Cheddar drauf. Ja. Ich muss eine Pasta nehmen und ich finde, ich habe hier die Pasta auf der Karte gefunden, die mit am schwersten zuzubereiten ist, meiner Meinung nach. Ja. Ich kenne dein Rezept, das war schon sehr gut. Ja. Aber die Spaghetti Aglio Olio, hier mit Scampis tatsächlich, beziehungsweise. Ja, können wir gleich mal gucken, ob es denn wirklich Scampis sind. Ja, ich nehme an, es sind Kanälen. Ja. Aber da kriege ich euch heute mit, das weiß ich jetzt schon. Ja, und ich würde dann, glaube ich, mit einer Pizza gehen. Ne? Wenn ihr sagt, ihr macht Pasta, Pizza vor allem, dann würde ich mich entscheiden für eine... Nimm doch ein Steak. Bitte nimm die Pizza. Steak? Also du ist dir überlassen. Also Steak bestelle ich ungern außerhalb von Steak-Restaurants. Deshalb ich würde schon eigentlich mit einer Pizza gehen. Das ist sicher. Dass du echt mal unser Steak probierst, dann wirst du dich entsprechend wundern. Ich wäre schon eingeknickt, Max. Ich sag's ehrlich, ich wäre schon eingeknickt. Wäre schon eingeknickt, Max bleibt hart. Max bleibt hart. Was macht der? Nimmst du Pizza oder Steak? Nur, dass du weißt, ich bin sehr anspruchsvoll bei Steaks. Ja, dann probieren wir mal was. Oh, okay, das ist eine Ansage. Welches gibst du mir? Welches? Das Rumpsteak. Aber guck mal gerade, wie er seine Fälle davon schwimmen sieht. Okay, ich nehme nicht Filet bitte. Ich nehme die Hüfte. Aber machst du mir 200 Gramm. Medium Rare bitte. Bei der Hüfte, muss man dazu sagen, ne, da baut er jetzt noch mal so einen richtigen Fallstrick mit ein. Ne? Oh, so bei Rinderfilet, weißt du, das ist schwer zu verkacken einfach. Ne? Aber ich finde, bei der Hüfte hast du mehr Geschmack als bei der Filet. Ja, die schmeckt auf jeden Fall besser und die musst du gut zubereiten. Und bei der Hüfte, bei keinem anderen Cut. Das ist mehr Fehler, sagst du, ne? Okay. Der fällt er dir jetzt ins Wort gefallen. Ja, ist kein Problem. Ich setz mich gleich auf wieder. Nirgendwo, bei keinem Cut, merkst du die Fleischqualität schneller als bei der Hüfte. Ja? Und wenn er hier einfach so ein argentinisches Ding rumliegen hat, verstehst du, wo er sagt, doch, für Gourmet-Steak. Und der serviert ihm das jetzt gleich. Wird er ein Stück essen und sofort merken, Schrott. Sofort. Ja? Ja, klar. Hast du zu hoch gepokert? Hast du zu hoch gepokert? Ah, guck mal. Entsprechende Ansprüche hoch. Ja. Und wir werden dann entsprechend. Das klingt gut. Sehr gut. Währenddessen er gerade das Filetstück in Hüfte schneidet und guckt, dass es so aussieht. Ja, er formt gerade. Zweimal plattiert. Qualität zeigen werden.
hier ein Steakhouse oder noch höher. Bin ich gespannt, ich lass mich gerne überzeugen. Habt ihr gute Quali beim Hüftsteak, ja? Ich hätte es mir auch gewünscht, dass du auch den Chili Cheese nimmst. Du machst ihn kaputt. Von der Präsentation her, ja? Ja. Der macht eine Show, der ist Show, ne? Aber wenn der Flüssigkäse ist, sage ich dir jetzt schon, den werde ich nicht so gern mögen, weil Flüssigkäse in 9 von 10 Fällen schmeckt der scheiße. So, okay, machen wir. Nein, also ich hätte gesagt den Big Giant, aber vielleicht nicht mit der flüssigen Käse. Auch mit normaler Cheddar-Scheibe drauf. Big Giant, da hast du was fürs Auge, hast einen normalen Cheddar. Dann nehmen wir den Big Giant. Aber kann ich den noch so essen? Kann ich den mit Händen essen noch? Kannst du ja drücken. Kannst du ja drücken. Er macht sich selber kaputt, Leute. Also wir haben vom Preis-Leistungs-Verhältnis her wirklich das absolute High-End, weil ich mehrere entsprechende Lieferanten ausprobiert habe seit langem und habe wirklich einen Lieferanten gefunden, der direkt aus Argentinien sofort zu mir liefert. Wenn ich Argentinien höre, bin ich raus, wie du bei Küssig im Käsesoße. Das, ja. Eigentlich habe ich jetzt auch gehört, dass Argentinien gar nicht so gut sein soll. So, es gibt Ausnahmen, bestätigen die Regel, das ist wie mit allem so. Es gibt auch da absolutes Premiumfleisch. Aber was er jetzt gerade als Benefit quasi genannt hat, dass es nicht so lange hierher reist, ne, ist für mich eher gar nicht so, weil je schneller es hier wird, desto frischer kriegst du es auf den Teller. Das ist beim Steak gar nicht so gut. Die Reifen. Genau, die Reifen im Container im Vakuum oftmals, ne, was ja nicht trocken gereift. Und was sie halt nicht machen, die füttern in der Regel keine Mais-Silage zu oder überhaupt kein Getreide. Ja? Ja. So, und das ist natürlich das, was du gerade bei deinem letzten Burger, den du eben gegessen hast, dieses Zufüttern, ne, bei dem US Beef, das ist das, was es ausmacht, das macht die gute Qualität. Mir kommt eine Sache noch in den Kopf, bevor ich das vergesse, Chef. Ich muss den Burger, muss ich so essen können. Wenn der gleich ein Burger kommt, den ich schneiden muss, sonst nicht essen kann, hast du deine Wertung versaut. Deshalb, wenn er zu groß ist, gib mir den normalen Burger lieber. Dann lass ich den ein bisschen pressen. Ja, okay, wenn ich dann so essen kann, perfekt. Du hast eine große Finger, also insofern passt das. Okay, das Einzige, Chef. Was Großes bei ihm. Ja, ja, das Einzige. Ja. Bernd hat geguckt eben in der anderen Küche. Ja, dürfen wir denn hier auch in die Küche gucken eigentlich? Nein, leider nicht. Wir gucken das nicht. Das ist nicht, weil du was zu verstecken hast, sondern weil der Koch einfach nicht gerne vor die Kamera macht. Kann so gucken. Ja, das respektieren wir natürlich, ne? Das ist ja klar. Gäste sind einfacher zu finden als Köche der Zeit, deswegen geht ihm lieber nicht auf den Keks. Ja, glaube ich. Aydin, du hast Eier aus Stahl, müssen wir dir schon mal sagen. Du hast wirklich Eier aus Stahl. Du hast uns alles. Du hast die ganzen Wünsche umgemodelt. Du musst so überzeugt sein von dem, was du sagst. Zu Hause hat sie die Eier an, ne? Macht Spaß mit euch, Jungs. Macht Spaß. Ja. Zum Wohle. Zum Wohle. Wo sind wir gelandet? Ja. Schreibt auch noch mal rein, wenn ihr die Kombi feiert. Vielleicht auch noch mal in der Konstellation, wenn die Jungs auch Bock haben. Gerne, gerne, unbedingt. Jederzeit für euch. Ja. Also. Was geht euch jetzt durch den Kopf, vielleicht speziell auch dir, weil du das Restaurant vorgeschlagen hast? Es wurde jetzt viel uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, das hast du nicht gern gesehen, ne? Ja gut, was heißt nicht gern gesehen? Also ich hätte tatsächlich die Trüffelnudel für den Bernd empfohlen, für dich den Big Giant, aber mit Cheddar, klar. Und bei dir logischerweise das Steak hätte ich echt so empfohlen. Gute Wahl, dass er reingekretscht hat. Ziemlich dicke Eier, muss ich auch sagen. Also Hut ab, nicht verkacken bitte. Hier geht es um den einen oder anderen Euro, gell? Aber weißt du, was mich auch noch richtig interessieren würde? Ne? Hier geht es ja um eine Stange Geld heute. Das ist ja alles kein Spaß. Und du hast ja aber vorhin Moritz gefragt, was er so anstellen würde mit dem Batzen hier. Ja. Ja, aber was hier, jetzt geht's ja... Ja, jetzt geht es ja auch um sein. Was hättest du denn vor mit 1.000? Hättest du Verwendung dafür? Ich hätte tatsächlich Verwendung. Wir haben uns erst ein neues Auto gekauft, meine Frau und ich. Da geht jetzt die Steuer weg. Nimm schon mal in die Hand. Ja. Da geht die Steuer weg, ja. Was ist das für ein Auto, dass du 1.000er Steuer brauchst? Ja. Nicht 1.000er Steuer, aber ja, halt neues Auto, wie es so ist. Ne? In der Familie heiraten jetzt welche Italiener, die kosten Geld. Ja. Digga, schöne Grüße raus. Grüße geht raus. Ja. Ja, stark. Also würde schmecken, sagt ihr, ne? Ja. Ja, es wird, dafür muss aber erstmal uns schmecken. Okay, so einmal Aglioli, Scampi. Aydin, das sieht er hat es gerade nochmal gesagt, hast du es gehört? Ja. Er hat Scampi gesagt. Er hat Scampi nochmal gesagt, ne? So. Also eben ist er nochmal weggelaufen mit dem Burger, da hast du nochmal gesagt, mach platt, ne? Mach platt. Jetzt hast du ja schon, jetzt muss ich dich mal fragen, jetzt hast du ja schon den einen oder anderen Burger gegessen in deinem Leben, ne? Ja. Guck mal, du siehst so ein bisschen sad aus gerade, ne? Also ich sehe so ein bisschen Merkel-Winkel, so, weißt du, so, ich denke... Ich versuche es immer so zu erklären, wenn ich einen Burger habe, ein Burger lebt von der Gesamtdynamik, von allen Zutaten, von Bun, von Soßen, vom Fleisch. Und wenn es dazu, wenn es der Fall ist, dass du den Burger wirklich in Einzelteilen essen musst, dann ist es für mich kein Burger mehr. Nein. Weil dann hast du ein Stück Fleisch, du hast Brot, aber es ist kein Burger. Und das, wovon es lebt, dass du alles in einem Biss hast, geht verloren.
verloren. Und da habe ich gerade Angst vor. Also ich würde direkt gerne noch schon was dazu sagen, wenn es mir serviert. Gut, wichtig schon mal, dass der Löffel dabei ist. Das ist mir immer wichtig, bin ein Löffelkind. Ne? Ja. So, das macht es mir komfortabler, alles in allem. Aber jetzt pass auf, er hat beim Hinstellen hat er das Wort noch mal gesagt. Hast du es gehört? Er hat Scampi gesagt. Sind keine Scampis. Sind keine Scampis. Aber das sind es fast nie. Der Scampi ist der Kaisergranat. Und sonst nichts. Das ist eine Garnele. Wahrscheinlich weiß das nicht besser, oder? Das mag sein, aber... Ja. Aber es ist falsch ausgesagt, ne? Es ist falsch gesagt und es ist natürlich auch so, wenn ich mich hinsetze und Scampi bestelle, willst du die ja auch haben. Ja. Ich muss dir ehrlich sagen, ich hätte es nicht gewusst. Ich auch nicht, ja. Ich auch nicht. Ich hätte es nicht gewusst. Also das ist ja schön, dass ich heute die Runde bereichern darf. Ja, auf jeden Fall. Darf ich ganz kurz eure Aufmerksamkeit haben für den großen Moment? Sehr gerne. Der Medium Rare Check. Es fühlt sich erstmal gut an. Ich sag, da ist noch alles drin an Punkten hier. Yo, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, ja. Hier vorne geht es eher in Richtung Rare. Hier vorne ist schon eher Medium Rare. Sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus. Okay, ich wollte euch nicht lange unterbrechen. Ja, aber wenn du schon dabei bist, dann ja. Also probieren wir jetzt alle, ne? Also zum Geruch schon mal vom Burger. Ich esse ja mit allen Sinnen. Ich fasse das an, ich rieche das. Das hat so einen typischen geilen Fastfood-Charakter. Eine geile Pfeffernote, das rieche ich jetzt schon vom Geruch und der Haptik top. Ich kriege ihn in den Mund, denke ich, das für eine Frau wäre schwer. Der Burger hat einen krassen Whopper-Charakter. Den Whopper von Burger King. Ich sag Garpunkt super. Es ist Hüfte. Ne? Hüfte ist jetzt nicht so zart wie ein Filet. Ja, ja. Ich würde trotzdem sagen, habe schon zärtere Hüfte gegessen. Mhm. Und dafür, dass es Hüfte ist, finde ich, ist das Aroma jetzt auch nicht super krass entwickelt. Bernd, ich würde gerne mal deine Meinung dazu hören. Okay, danke. Also was ich schon gesehen habe, es ist natürlich wunderschön aus der Hüfte geschnitten, aber ich sehe gerade einen groben Schnitzer tatsächlich. Oh. Ja, ich zeige euch das mal hier, ich weiß nicht, ob wir das drauf kriegen. Wie die Faser verläuft, meinst du? Ja, erstmal das, also das ist die Hüfte. Liegt in zwei Teilen aufeinander. Ne? Da kommt dieses klassische Rumpsteak und so weiter auch her. Ja. Ohne da jetzt groß auf die Anatomie eingehen zu wollen, liegt hier in der Mitte die Mittelsehne. Siehst du die da noch bei dir? Ja, ja, hier in der Mitte. Genau, und das ist einfach, die ist fachlich falsch zerlegt. Ne? Okay. Aber, ja. Und die merkt man ein bisschen halt wahrscheinlich, ne? Klar. Das könnte das gewesen sein, ja. Probier mal, was sagst du? Danke dir. Ich will nicht böse sein. Ich sag dir ehrlich, für mich hat es alles das, was ich im Steak nicht mag. Ja. Es ist zu chewy, es ist im Vakuum gereift. Es hat einen säuerlichen Geschmack einfach, ne, das Fleisch. Merkst du das? Ja, ein bisschen. Und das ist das, was wir tatsächlich oft als Steak-Geschmack kennen und wahrnehmen. Ja. So lange, bis man mal ein trocken gereiftes Stück Fleisch gegessen hat. Von der hohen Qualität. Für eine Hüfte ist das vollkommen in Ordnung, ja. Weil das ist das Basis-Einsteiger-Steak. Das müssen wir dann vorheben. Ne? Aber ich schmecke sofort, dass es eine südamerikanische Ware ist. Jo, das finde ich auch. Das kann man sofort schmecken. Das finde ich auch. Und auch vom Beißen her. Was kostet das? Das ist, finde ich, auch wichtig. Das muss man mit einspielen lassen. Ne? Cut. Ich glaube, es war um die 25, oder? Ja. 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 Das ist jetzt, sag ich mal, auch nicht mehr. Da kriegst du wahrscheinlich auch ein vernünftiges Roastbeef für das Geld. Ja. Also fachlich ist da nichts falsch gemacht, außer eben, dass sie falsch zerlegt ist. Aber ich sag dir ehrlich, ich musste auch 10 Hüften machen, bis ich es konnte. Ja. Ja, so. Zum Burger vielleicht nochmal eben, Leute. Das ist für mich der Inbegriff von einem restaurantgemachten Burger King Burger. Ihr habt so ein Feeling zwischen Big King und Whopper in den positiven wie auch in den negativen Sachen. Also ihr habt, was ich geil finde daran, sind diese Gurken, die Soße, dieser Zwiebelbiss. Das erinnert alles an Burger King. Was ihr aber auch habt, ihr habt ein völlig durchgegartes Fleisch. Ne? Ihr habt das durchgegarte Fleisch, was diesen Fast-Food-Burger King-Charakter gibt, aber wo man sich eigentlich sagt, okay, da geht noch eine Stufe drauf. Ist aber nichtsdestotrotz ein leckerer Burger mit Verbesserungspotenzial, das kann ich schon mal sagen. Bernd, zu deinen Nudeln. Natürlich bewusst mich für ein Pasta-Gericht entschieden, was sehr, sehr schwer zuzubereiten ist. Vermeintlich sind es die einfachen Sachen, die dann wirklich schwer sind zuzubereiten. Das ist bei den Spaghetti Aglio e Olio auch so. Hier geht es eigentlich nur Olivenöl und Knoblauch und vielleicht ein kleines bisschen Chili-Pulver. Ne? Das ist das, was da reingehört. Petersilie, Kirschtomaten sind optional. Kein grober Fehler, aber kann man gut dazu machen, mag ich auch. Ja? Also die Nudeln hier, die sind absolut solide gemacht. Was ich noch nicht ganz kapiert habe, ist, was das hier ist. Das ist Frühlingslauch wahrscheinlich und keine Ahnung, noch irgendwas anderes. Es hängt mir irgendwie unangenehm im Zahn. Ich weiß nicht, was es ist. Also keine Ahnung, gehört da nicht hin. So, und was wir natürlich hier haben, und das als allererstes ganz klarer Fall, steht auf der Karte Spaghetti mit Scampi. Ja. Das sind keine Scampis. Auch auf meine Nachfrage vorhin beim Chef hat er gesagt, Garnelen benutzen wir nicht. Das sind Garnelen. Ja. Also ganz klarer Fall. Schöne große Garnelen, toll gebraten, leider zu lang gebraten. Ja.
ja, muss man klar sagen. Und es ist tatsächlich auch so, dass er nicht viel Glück gehabt hat, damit die Garnele ist. Kennt ihr das, wenn die so ein bisschen mehlig wird innen drin? Ja. Ja, und das ist bei beiden jetzt, die ich gehabt habe, der Fall. Da kann er am Ende nichts dafür. Das passiert häufig. Habe ich mir mal sagen lassen, ob das stimmt, weiß ich nicht. Vielleicht weiß einer von euch besser draußen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wenn sie, bevor sie getötet werden, schon tot waren. Ja. Ja, dann fangen die, da gibt es einen gewissen Prozess drin, dass das Fleisch nachher mehlig werden lässt. Ja. Ja? Wenn du eine Bewertung abgeben müsstest, Bernd, weil ich denke, das geht hier alles so ziemlich in die gleiche Richtung. Was würdest du abgeben? Das ist für mich maximal eine 6 leider. So, jetzt haben wir aber das Ambiente. Ne? Genau. Und das stimmt hier, finde ich. Das stimmt alles. Ne? Hier gibt es nichts. Also ich wünschte mir, ich hätte ein Restaurant wie dieses, sag ich ehrlich. Ja. Ne? So, die Leute sind super nett, freundlich, zuvorkommend. Das trägt ja auch zum Wohlbefinden bei in so einem Restaurant. Ja? Ja. Und von daher, ich bin hier, ich würde das genauso bewerten wie im ersten Laden. Für mich ist das hier auch eine glatte 9. Eine 9, ja. 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 Also zu meinem Burger. Ich denke, ich habe eben alles gesagt. Ich finde das Feeling vom Burger King gar nicht so schlecht. Verbesserungspotenzial beim Fleisch. Man hat auch teilweise so ein bisschen das Feeling noch von diesem, als wenn man zu Hause Hackfleisch in die Pfanne tut. So, das kommt leicht zwischendrin durch. Wäre das nicht, wäre die Bewertung noch ein bisschen besser. Aber im Gesamten von Burger ist das ein Burger, wo ich safe hier reingehen würde und den Burger wieder essen würde. So wie er ist, auch mit Nachteilen. Das ist ja ein dickes Lob. Es ist in Ordnung, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz würde ich nicht mehr als eine 7,1 Punkte geben, einfach weil dieses Hackfleisch-Feeling war jetzt doch ein bisschen, wo ich sage, oh, hätte auch zu Hause sein können, der Burger, was ja aber nicht unbedingt schlecht ist. Aber insgesamt, im Gesamtfeeling, ein vernünftiger Burger. Ambiente würde ich auch eine 8 geben, wie drüben, finde ich jetzt nicht besser, nicht schlechter. Drüben fand ich es ein bisschen wärmer, herzlicher, hier dafür, oh, hat es diesen hochwertigen Charakter so. Finde ich schön hier. Ja, ich habe beim Ambiente gerade drüben 8,5 gegeben. Hier würde ich auch auf eine 9 hochgehen sogar, weil das ist einfach, also es fühlt sich sehr hochwertig an. Man sitzt hier sehr schön. Es ist auch so ein gedimmtes Licht, was fürs Film immer nicht das Beste ist. Aber ich finde so fürs Wohlfühlen absolut super. Steak super gebraten, Beilagen klassisch, aber der Steak-Cut hat mich jetzt nicht so krass überzeugt. Also es war nicht so schön, wie du meintest, so trocken gereift. Also geschmacklich nicht hochentwickelt. Aber von der Zubereitung her super, ich würde 7,5 geben. 7,5. Darf ich jetzt anmerken? Ja, bitte. Zum Steak, trockengereif, wir reden jetzt von Dry Age. Trockengereift 3 Wochen, 4 Wochen, das ist dem nicht so. Also wenn du von trockengereift meinst, dann ist das Dry Age. Dann musst du 4 Wochen entsprechendes Fleisch aufhängen in einem entsprechenden Dry Age Box. Das stimmt nicht. Der wird dann trockengereift, dann kann ich das verstehen, aber das ist ein frischer Steak, also insofern... Ja genau, ich habe es ja nur als frisches Steak bewertet, als das, was es ist. Aber das stimmt auch nicht, was er sagt. Also man kann natürlich vorgereifte Ware auch im Vakuum, also selbst vorgereifte Ware, wir reden über Reifen, nicht über Trockenreifen, ne? So, also wenn wir über gereiftes Fleisch, naja, es ist, Fleisch wird ja trocken abgehangen, es wird nicht Dry Age, ist nicht automatisch Trockenreifung. Nassreifen ist immer im Vakuum, ja, und das kann man ja auch anders kaufen. Also das Ding ist, es wird ja auch in Argentinien, wird auch das vorgereifte Ware dann vakuumiert und verschickt, das macht die USA nicht anders. Und ich verstehe auch, dass das nicht jeder wissen kann. Das ist so ein komplexes Thema, da kannst du Tage und Stunden drüber verlieren. Also an die Zuschauer nochmal, war mal ungewohnt, ein Battle zu haben, wo wir eigentlich relativ früh wussten, wer der Gewinner ist. Ich hoffe, es für euch trotzdem spannend. Eure Meinung ist natürlich in den Kommentaren gefragt. Wir haben einen Gewinner für diese Folge. Da bist du, mein Lieber. Holz. Oh, na. Also erstmal zum Applaus verdient, ja. Sehr gut. Sehr gut. Oder du gehst in eine zweite Runde deiner Wahl, wo du dich super auskennst, in Köln oder in welcher Stadt auch immer, um 3.000 Euro. Es ist ein verlockendes Angebot. Warte. Max, komm, wir machen noch einen drauf. Was sagst du? Ja, wir legen noch was mit drauf. Wir machen ihn richtig fett dann. Wenn Holle 3 Kilo raushaut, du sagst eine Zahl, ich springe mit drauf. Wir ballern noch einen oben drauf, wenn er in die nächste Runde geht. Du darfst aussuchen, ob 500 oder 1.000. 500 ist okay, oder? 500 ist okay. 500 ist okay. Ja. Korrekt, Jungs. Sehr korrekt. Sind wir bei 4 Kilo, das würde ich mir auf jeden Fall überlegen. Boah, Jungs. 4.000, Mann. Ey, nee, ich nehm die 1.000 Euro. Okay. Ich brauch das Geld. Das ist, danke, danke. Verständlich. Mancher Zuschauer wird ausrasten jetzt zu Hause. Glückwunsch. Ja, Leute, also wir wollen heute nicht zu lange rauszögern. Ich danke euch fürs dabei sein. Hallo, herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Ich fand's sehr geil, auch was ihr zu erzählen habt, eure Expertise.
ist auf jeden Fall gewünscht und hoffe ich auch wieder bei einer nächsten Folge am Start. Das entscheiden die Zuschauer. Das entscheiden die Kommentare, ne? Und den Likes, wenn also unter 10.000 Likes, seid ihr raus. Alles klar. Dann, falls es so ist, hat es mich gefreut, hier ein letztes Mal zu Gast gewesen. Es war schön mit euch. Vielen herzlichen Dank. Ja. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben für die lieben Holle. Schreibt einen netten Kommentar, wenn ihr überhaupt einen schreiben wollt. Und abonniert den Kanal, das kostet mich nichts und schmeckt gut. Und die beiden auch in der Videobeschreibung. Und vielleicht schaffe ich es auch, die beiden hier oben einzublenden. Einfach raufklicken, Abo dalassen. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wir und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke, Jungs. Ahoi. Danke an euch. Tschüssi.